Hey Leute, wir befinden uns gerade in Würzburg oder besser gesagt auf der alten Mainbrücke. Und wie ihr seht, bin ich schon in richtiger Weihnachtsstimmung. Aber wie sieht das hier bei den Franken aus? Wir schauen uns einfach mal um. Wie verbringt ihr Weihnachten zu Hause? Wie läuft es bei euch so ab? Mit der Familie und einmal bei der einen Opa und Opa und einmal beim anderen. Not very Christian my family, but so it's all just about family get together, food and present giving, you know, all the other traditions, I guess. Also ich bin eine Muslimin und bei uns gibt es Weihnachten halt nicht, aber wir feiern Silvester halt wie Weihnachten, da ist auch die ganze Familie dabei, da essen wir was und dann bescheren wir uns halt auch mit so Kleinigkeiten. Was war denn so das Schönste, was du zu Weihnachten geschenkt bekommen hast? Das war mein Lego Technik Porsche. Meine Tochter. Meine Tochter Mike. Die kam kurz vor Weihnachten auf die Welt. Da geh ich ganz weit zurück in meine Jugend und zu dieser Zeit war natürlich die Modelleisenbahn der große Hit. Mein Vater hat sich selbst ein Geschenk gemacht, hat es aber natürlich mir geschenkt. Da kann ich mir heute noch erinnern. Hast du auch mal so eine richtig schlimme Weihnachtserfahrung gehabt, als ist mal sowas richtig schief gegangen an Weihnachten? Ja, unser Baum ist einmal abgebrannt und Ratten haben unsere Geschenke gegessen, also so angeknabbert. Doch, da war der Weihnachtsbaum. Naja, die Ente ist verbrannt. Oh, dann gab es kein Essen mehr. Nicht ganz. Also mein Papa hat den Ofen gelassen und wir waren in der Kirche. One year we went from, we're Irish, my family, you know, with a little bit of English and Scottish. We went to, got this big, big, you know, country estate in Loch Lomond in Scotland. And my grandfather dressed up as Father Christmas, you know, for my young cousins and came running out behind the bush and nearly died of hypothermia because there was a snowstorm and everything, you know. Weihnachten ist es eine Familie feiern und die Leute, abends werden Geschenke verteilt und dann gerne in die Kirche. Ich freue mich schon auf dieses Jesus Christus Geburt. Und auf die jungen Leute besonders, ich möchte mich bedanken, weil sie sind sehr freundlich. Wenn ich im Bus, ich bin 82 Jahre, und im Bus immer meiste Studenten helfen mir und es ist viel wert. Hey, was hältst du so von Weihnachten? Ja, der gleichen Meinung bin ich aber auch. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg von eurem Projekt, was ihr macht.